So, nach diesem traurigen letzten Set haben wir jetzt Iffy gegen Panda. Oh, sollte man vielleicht noch eintragen. Oder fuck it. Nein, dammit. Panda. Iffy. Wir haben hier 0-0. Yay. Haben wir. Ah, Gott. Okay, stellt euch einfach vor, dieser Marv wäre eigentlich ein Fox und dieser Fox ist eigentlich ein Falcon und schon ist alles richtig. So, und während ich hier rede, kriegt Iffy so ein bisschen auf den Sack. Schauen wir mal warum. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ja, Upsmash mag er heute gerne. Kenne ich gar nicht so von ihm. Okay. Ja, sieht doch gar nicht so übel aus, wer weiß. Vielleicht ist es doch noch ein Match hier. Okay, erstmal Panda mit dem Opening. Bisher noch nichts gesehen von ihm, schöner Regrab. Wollte eine ganz besondere Reverse Back Air bekommen, ne? Okay, guter Trade für ihn. So, dann kleiner Stock Lead für Panda. Schauen wir mal, ob Michael sich ein bisschen zusammenreißen kann. Ah, sieht gerade nicht so aus. Dreimal Neutral verloren. Oh, ein Shine, das könnte. Ja. Kann natürlich alles sein, kann natürlich nichts sein. Okay. Lässt sich nicht readen, aber trotzdem immer noch ein cleaner Stock-Lead für Panda. Und es sieht gerade nicht nach dem Mega-Comeback von Michael aus, aber ja, das war's. Das war es. Das war ja nur Game 1. Also Update Nummer hier. So, kann ich auch irgendwas anderes machen als Fox Farbe ändern? Nobody knows. Weißt du, wie ich hier den Charakter verändere und nicht nur. Ah, okay, es ist alles drunter, man muss es nur ein bisschen hochziehen. Achso, ja, genau. Okay, dann haben wir hier Falcon. Kein Bock. Hat wirklich keinen Bock. Ah, jetzt. Irgendein Falcon und. Irgendein Fox. Let's go. Yes. Huh? Völlig egal. Gibt nur den einen. Okay, dieser Pixel ist falsch. Ja, der Pixel ist furchtbar. Aber dafür sieht das Game besser aus. Das stimmt. Und das könnte der erste. Oh, das wird der erste Lead. Entschuldigung. Last Stock. Dann den Verlierer der beiden. Okay, Gewinner. So. Und wieder even. Schauen wir mal, ob Michael hier was ziehen kann. Spielt eigentlich ziemlich. Na, Michael ist Fox halt. Was? Michael ist halt Fox. Wie so oft. Ja. Oh, okay. Oh, what the fuck? Homie, Falcon Punch. Panda, kommt der her? Dann haben wir hier doch noch ein Match. Weil es wäre ansonsten gar nicht so spannend. Das ausgesehen, wenn man ja nicht eingespielt gewesen wäre.
dachte mir auch, ey. Am Anfang hast du mir sehr viel mehr Openings zugelassen und so. Später kam ich kaum noch durch diesen Chessboom und durch. Okay, Michael mit interessanten Jabs auf jeden Fall. Ja, zwei hintereinander. Schauen wir mal. Zwei Jabs, sowas geht. Ich meine, ja. Ein Jab. Oh, war vielleicht mehr drin. Aber da Michael heute relativ on point mit den Upsmashes, gar nicht so sein Stil eigentlich. Aber ja, 1-1. There we got it. Was für ein Set. Ich hoffe, ich darf diesmal gegen Falk. Schauen wir mal, was Michael auf Dreamland veranstaltet. Und wir können ja. Einmal, glaube ich. Das war ein nices Reverse Knee. Er scheint immer eine Runde vorher aus. Als ob er mich nicht mag. Gut. Lass uns mal ein bisschen über Panda reden. Auch wenn ich nicht viel über ihn weiß. Er ist ja offensichtlich nicht zum ersten Mal bei dem Smash-Turnier. Aber er verliert erstmal den Stock. Und Michael gleicht aus zum unfassbar spannenden 3-3 Stock. Oh, krass. Michael, auch der absolute Meister der Lucky Flaps. Kein Spieler kriegt öfter ein Opening aus Inputs, die er eigentlich versemmelt hat. Oh, und das war ein schöner Ring. Oh, das war ein sicker Headshot. Das war ein krasser. Ich meine, der Headshot war auch ultimativ. Okay. Schauen wir mal. Panda sieht hier sehr souverän aus auf der Stage. Und einfach cleanes Punch Game. Muss man, oh, nicht ready für den Drift. Also als Spieler oder als Spieler? Aber immer noch Advantage. Sieht im Moment immer noch, oh, wollte gerade sagen, mehr danach aus, als wird er den nächsten Stock ziehen. Immer noch nicht. Okay, den droppt er einfach. Auch okay. Wissen wir eigentlich mittlerweile, wer Panda ist? Naja, Panda ist der Rechte. Er kommt von mir. Ja. Ist das Berliner? Nee. Auf jeden Fall kommt er mir bekannt vor. Das vierte Seed. Let's go, Wifi. Nice. Er hat Zeit gegen uns. Respektabler Freestock durch SD. Ja, schade. Aber so läuft es manchmal. Damit haben wir 2-1 für Panda und Game 4 auf Michaels Counterpick. Michael is certainly a fee. Oh, ah ja, Gott sei Dank geht er auf Dreamland, auf Fountain of Dreams, weil da habe ich was super Interessantes zu sagen, weil Falcon, also das ist jetzt eine Überraschung wahrscheinlich für die meisten, aber es ist gar nicht so seine Stage. Deswegen sehr cleverer Counterpick. Obwohl man natürlich sagen muss, das ist jetzt auch wieder eine Neuigkeit, Falcons sind viel besser geworden auf dieser Stage, recently. Meinst du nicht? Ja. Inwiefern? Was inwiefern? Das muss jeder Commentator wissen, dass... Seitdem Invisible Ceiling in Apex 2015 oder was? Gegen Luigi. Das ist vielleicht einfach eine andere Generation, ich weiß nicht. Das andere fällt mir bei der Stage in Falcon nicht an. Vielleicht ist Falcon so gut geworden auf dieser Stage, dass man überhaupt nicht mehr sagen muss, dass er gar nicht so gut ist auf der Stage. Er kann auch Walljumps machen. Er kann Walljumps machen. Die Stage ist halt auch voll nicht schlimm, da hat man sogar ein paar extra Sachen, die sonst nicht gehen. Ja, zum Beispiel Pop-Ups möchte ich durchblocken. Auf jeden Fall. Ich versuche nur gutes Commentary zu machen, okay? Kann zum Beispiel, was Konati manchmal nice macht, back das so immer super dumm aussieht, Upsmash und der Plattform machen und dann auf der Plattform dann wieder nach. So. Oh mein Gott, oh nein! Ich wollte sowas nicht sehen, aber jetzt musste ich es sehen. Gott sei Dank hat es kein anderer in der ganzen Venue gesehen, dass Michael gerade auf seinem Firefox-Angle gepackt hat. Er wurde gerade gepackt auf seinem Angle. Jetzt kommt. Aber egal. Er fickt ihn jetzt. Oh! Macht alles wieder gut. Macht alles wieder gut. Ich mach mal 300%, Digga, der stirbt nicht. Jetzt ist Falcon.
Aber den Engel werde ich ihm auf jeden Fall ein GIF von machen und ihm hin und wieder einfach. Okay, was hat keiner gesehen? Naja, den Engel into Falcon Punch Reed beim Edgeguard von Panda gerade. Was gerade für Michael echt nicht. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht alles nicht gut aus. Ah, und da ist er viel zu schnell von dieser Plattform runtergedroppt. Ich glaube nicht, dass wir. Oh? Der Schein wäre es halt gewesen. Jetzt vielleicht? Nein? Michael braucht auf jeden Fall ganz quick jetzt diesen Edgeguard. Oh, hier vielleicht? Ah. Ist immer wieder die gleiche. Immer wieder der gleiche Drift und immer wieder der gleiche Schein. So wie meine Rolle von der Edge. Okay. Das reicht. Let's go. It's not over till it's over. Now it's over. Oh no! Oh Gott sei Dank. Oh Gott. Ah, das ist nicht schön, dass es durch diese Angle Misses dann letzten Endes doch zu Ende gehen muss.